Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Ziggy Creeks Techcast. Mit dabei sind heute einmal der Moritz. Hallo. Und der Alex, der schon lacht. Ja, Motivation pur. Hätte ich alphabetisch sortieren müssen. Ach, gewahr. Hauptsache wir sind da. Und ich, der Lukas, der Esel, nennt sich ja immer zuletzt, bin auch da. Und da wir heute so ziemlich irgendwie, ich glaube, nichts vorbereitet haben, hören wir uns nach dem Intro. Gut. Klingt nach Intro. Ja. Ich höre es, ich spüre es. Ja, gleich soll ich das Intro noch einspielen. Super, genau. Das musst du doch 100 Pro reinschneiden. Ich bin ein Intro. Super. Jo. Ja, damit... Wer von euch will was sagen? Alex, willst du was teasern von was wir besprochen hatten oder fehlt von meiner kaputten Uhr? Ja, von deiner kaputten Uhr. Ich sitze hier so gerade am PC, habe richtiges fettes Meeting mit den Jungs über Gott und die Welt, die Firma. Wir können uns ja die Firma nennen. Klingt zwar immer ein bisschen nach so Onkels, ne? Aber einfach über The Geek Freaks haben wir ein bisschen gemietet und ein bisschen getalkt und auf einmal schon auf meine Uhr. Meine ganze Uhr ist von innen gesprungen. Habe ich noch nie gesehen, dass das überhaupt möglich ist. Aus dem Nichts. Entweder ein Zeichen oder was Abergläubisches. Das ist das Uhrenkarma. Ja, da habe ich noch nie gesehen. Abgefahren. Völlig abgefahren. Aber, hey, wie war das? Man kriegt was und es wird dann was genommen. Irgendwie, es gab doch immer so ein Sprichwort dafür. Ich weiß das Sprichwort jetzt gerade nicht, aber war da nicht irgendwie mal sowas mit, dass man eigentlich keine Messer verschenken darf, weil man dann will, dass sich derjenige verletzt oder so? Ah ja, den Apfel wirft man weit vom Baum. Man darf auch keine Uhren verschenken, wie war das? Ja. Von daher, ja, für einen Podcast gab es natürlich relativ interessante Themen, wobei ich noch nicht weiß, ob ich die Themen, die ich jetzt eigentlich für einen Podcast mir so belegt habe, nee, doch für einen Livestream nehme. Da gab es zum Beispiel so coole Mini-PCs, x86 habe ich den Jungs schon mal gerade vorhin einen Link geschickt. Sehr interessant für OpenSense, PFSense und Kickstarter-Sache. Ich finde ja Kickstarter immer allgemein risikoreich und interessant zugleich, ne? Ja gut, ich meine, man kann ja auch im Podcast drüber reden, vor allen Dingen, wenn du sie jetzt schon angeteasert hast und im Livestream sind sie ja dann trotzdem noch da. Es gibt ja auch Leute, klar, die hören nicht beide Medien oder gucken auch nicht beide Medien. Das empfiehlt sich auch, weil ich würde jetzt ganz zum Beispiel mal die Jungs fragen, so hey, wie ist eure Erfahrung mit Kickstarter oder mit solchen überhaupt, ich weiß gar nicht, habt ihr da schon mal was gekauft, habt ihr Sachen gebackt, egal ob Indiegogo oder Kickstarter überhaupt, unterstützt ihr sowas? War das euer Thing bis jetzt? Du, ganz ehrlich, Crowdfunding habe ich bis jetzt noch nie so gesehen, dass mein Geld da irgendwie gerade genug für übrig war, dass ich da irgendwo in Crowdfunding investiere. Deswegen hat mich jetzt aber auch noch nichts großartig so angesprochen, wo ich dachte, ja, geil, das musst du jetzt halt unbedingt unterstützen. Das ist die Weltneuheit, die willst du haben. Mhm. Am besten gehst du damit direkt zum nächsten Investor und los ist. Hatte ich selber noch nie so gezogen. Nee, hat mich irgendwie, ich hatte noch nichts gefunden, was mich irgendwie so gezogen hat. Auch hier die Mini-PCs, das sind halt so Sachen, das ist halt wieder so, ich sag's ja schon, ist so ähnlich ein Raspberry Pi halt, x86-Basis, andere Hardware und an sich, ich habe schon viele solcher Boards kommen und gehen sehen und es kommt immer auf die Community an. Und das einzige Ding, was wirklich groß verbreitet ist, obwohl es vielleicht nicht featuremäßig immer das beste Ding ist, ist einfach der Raspberry Pi wegen der ganzen Community dahinter. Und der Arduino. Ja, aber der Arduino ist halt, nein, das ist was anderes. Das ist ja ein einfaches Board, das du programmieren kannst, wirklich. Und das, was es ist auch hast, mehr oder weniger ein Computer. Also ich habe schon Doom drauf gesehen, ne? Also ja, Doom läuft auf Doom alle. Läuft auf Schwangerschaftstest oder was war da nochmal? Ja. Genau. Obwohl ja, der ein bisschen gemogelt hat. Aber an sich generell ist es halt ein Unterschied, ob du jetzt einen Computer mit Betriebssystem und so weiter hast oder jetzt einfach nur hier einen, das stimmt, doofen Mikroprozessor. Absolut richtig. Der trotzdem C-Code ausführt. Ja, wobei das ist trotzdem aber ja, halt. Wobei nicht, ich dazu auch sehr gerne oder überhaupt sagen muss, ich finde solche Mini-PCs und Dinger immer sehr toll. Wirklich. Schon seit es Intel die Reihe gab, die haben Mini-PCs, die dann einfach wie ein Fire TV-Stick am PC gesteckt werden konnten. Da war ich hin und weg. Die es ja leider nicht mehr gibt. Genau, die fand ich mega gut. Leider hatte ich zu dieser Zeit, weil ich zu jung war, auch überhaupt gar kein Geld, mir auch nur vorzustellen, sowas zu kaufen. Ne? Aber ich war damals schon echt, habe ich gesehen, boah, der erste Raspberry Pi. Und es hat lange gedauert, bis ich mir den ersten Raspberry Pi leisten konnte. Das war auch gebraucht. Ne?
Aber ich bin davon fasziniert, deshalb auch für unsere Videos, die Mini-PCs und halt die wenigsten, die gut sind, ne? Die Dinger sind so praktisch, die sind in jedem Computer und jedem Fernseher mittlerweile, sind mehr Mikroprozessoren und Power, als man sich vorstellt. Mancher hat einen besseren Prozessor in seinem Fernseher als in seinem Handy, ohne es überhaupt zu wissen. Das ist häufig so, wobei ich glaube, dass bei meinem Fernseher tatsächlich nicht, weil das ein etwas älteres Gerät ist, das noch nicht mal irgendwie ansatzweise 100 Megabit LAN schafft. Das stimmt. Das ist gut möglich. Ich finde es einfach völlig, mich haut es manchmal um, weil ich habe das neulich mal meiner Schwester so erzählt. Was hast du für einen Fernseher? Ja, so ein Smart TV. Ich so, ja, du hast ein uraltes Sony Xperia Handy. Dein Fernseher hat einen besseren Prozessor und Computer eingebaut mit mehr RAM als dein Handy. Und dann musst du mal kurz schlucken, ne? So, klar. Ja, das ist so an sich, klar, ich meine, in meinem Fernseher ist so ein Smart TV von Samsung aus dem Jahr 2015, glaube ich. Okay. Da habe ich, glaube ich, schon erzählt gehabt, habe ich hier original verpackt, vor einer Weile irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Monaten habe ich den hier reingekriegt dann. Mhm. Quasi new old stock. Und ja, funktioniert einwandfrei, nur ist er einfach so, ich frage mich immer so, wie will man denn sowas Smart TV eigentlich großartig nennen, wenn das halt ungefähr so smart ist, wie eine Glühbirne. Und damit meine ich keine von diesen neuen Philips Hue-Dingern, sondern so eine Glühbirne, die man ein- und ausschalten kann ungefähr. Ja, weil, ich weiß, was du meinst. Weil diese App-Unterstützung ist, ich kann durchzählen, wie viele Dinger es gibt und davon sind 80% interessieren mich nicht, sind für Kinder oder Lern-Applications oder ich will doch kein Sudoku auf meinem Fernseher spielen. Und ja. Ja. Im Internet surfen kannst du damit auch nicht, weil das, was sich da drin WLAN nennt, das lädt nicht. Du. Das bringt mich gleich zu etwas sehr Gutem. Sehr Gutes, sehr gut, sehr gut, diese Überleitung zu dem Gedankengang. Denn diese Android-Versionen, die sie auf den Fernsehern installieren, die bleiben ja extrem hinterher, ne? Dem normalen Android. Ja, gut. Mal abgesehen davon, dass einige Hersteller, Samsung, da ein eigenes Süppchen kochen mit eigenen Hubs und eigenen Apps und so weiter. Es gibt ja jetzt einen besseren App Store als den Google App Store. Ja. Und der wird ja jetzt auch hauptsächlich verwendet auf den Smartphones, die keinen offiziellen Google App Store mehr bekommen dürfen. Und das ist mittlerweile die einzige Alternative, wie man auf einem Android TV Android manche Apps installieren kann, weil die einfach ausgesperrt sind vom Google App Store. Willst du da einen Namen droppen? Meinst du irgendwie F-Droid oder sowas? Ich meine nicht F-Droid. Es gibt einen, der sieht genau aus wie der Google App Store, kann genau das gleiche wie der Google App Store, ist legal. Und hat fast das gleiche Logo. Aber ich droppe jetzt mal keinen Namen. Das könnte sich ja vielleicht mal ergeben für ein zukünftiges Video. Ne, wisst ihr? Ja gut. Aber jetzt sind die Leute halt heiß drauf. Und ich kann schon fast nie denken, dass die uns dann per E-Mail kontaktieren. Du weißt doch, podcast@thegeekfreaks.de, wie denn das Ding eigentlich heißt. Ja, das würde ja nur die Vorfreude hochtreiben. Ich droppe es jetzt mal nicht. Ja. Moritz hat gar nicht gemerkt, dass ich ganz elegant die E-Mail-Adresse eingebaut habe. Nee, nee. Ach, das interessiert ihn gar nicht. Ich bin Mr. Ja. Soll ich auch noch einbauen, dass man hier auch Themen einreichen kann über die Webseite? Gute Idee. Meinst du über thegeekfreaks.de? Genau, diese ominöse Webseite, die keiner kennt. Ja, da habe ich was von gehört, dass die ganz geil so schlecht sein soll. Aber wisst ihr, was ich auch noch gehört habe? Nein. Dass diese App-Store-Alternative, die ich jetzt einfach mal so geteasert habe, dass die quasi sich den Namen teilen soll mit dem Schiff, das von Aperture Science verschollen gegangen ist. Kann ich nichts zu sagen, leider. Also das Schiff hat eigentlich den zweiten Teil des Doppelnamens und der erste Teil ist der Name des App-Stores. Ah, okay. Boah, ich bin schon wieder zu kryptisch. Ist das ein Nerdy-Thing? Ja, ich glaube schon. Ja, du bist zu kryptisch. Ich mag das. Du bist zu ich kryptisch. Wie war das noch mit dem Corsair-Logo, das Schiff, das bald sinken wird? Ach, die Leute, die können sich das schon zusammenreimen. Das sind echte Nerds. Die stehen auf sowas. Das weiß ich. Bestimmt. Ich war hier nur gerade noch ein bisschen am Rummessen auch nebenbei, weil Alex hat da schon so ein ganz Cursed-Foto von mir gesehen gehabt, wo ich erst so ein USB mit Tape und so weiter dran gemacht habe. Ich habe festgestellt, so die Grafikkarte so zu modden, das ist dann doch noch zu hoch. Das korrodiert trotzdem da mit dem Kühler. Kollidiert. Warum willst du überhaupt eine Grafikkarte machen? Die Leute wissen doch immer, was du tust. Ganz einfach. Wir haben ja hier vom netten Marvi ein Board gekriegt für unseren Live-on-Tape-Rechner und ich merge das Ganze hier mit einem existenten Server, der halt ein
Kackboard jetzt, drin hatte. Jetzt quatschst du aber mit unseren Zuschauern, die wissen nicht, was ein Live-on-Tape-Server ist. Live-on-Tape-Server, ja. Ich dachte, das hatten wir bis jetzt, denn wenn der Podcast draußen ist, schon released, weil ich da ja mit Hochdruck mit dir dran arbeite. Aber du hast ja gesagt, ja, die konsumieren nicht alle Medien, das musst du schon sagen. Genau, also Live on Tape wird unser wirkliche The Geek Freaks quasi Fernsehsender, Fernsehsender in Anführungsstrichen, weil es ist kein Fernsehsender, liebe Rundfunkstaatsveranstalten. Wir brauchen keine Rundfunklizenz, wir haben nämlich keinen Sendeplan. Genau, das ist kein Sendeplan, das ist rein zufällig einfach nur... läuft rund um die Uhr, egal was irgendwie gerade uns da vor die Flinte kommt, es liegt einfach in der Playlist rum und der PC entscheidet, was kommt und vielleicht, random. Ja, vielleicht der einzige Einfluss, der manchmal auf das Programm genommen wird, ist, wenn einfach mal irgendjemand sich denkt, oh komm, das ist jetzt gerade neu, das releasen wir, dann wird das vielleicht oder irgendwo mal, dann wird es irgendwo gesendet. Genau. Oder wenn ich neu starten muss, das könnte natürlich auch sein. Also das ist schon mal alles. Aber ja, das ist unser Fernsehabklatsch, Streaming-Ding, das läuft dann auf The Geek Freaks TV auf YouTube, auf unserem Drittkanal und auf Twitch als Rehost. Kann man dann immer mal rein zappen. Genau, twitch.tv/TheGeekFreaksTV könnt ihr euch das Ganze angucken. An sich den Chat machen wir dann natürlich dann momentan leider erstmal aus, weil wegen müssen wir gucken mit Moderation und so weiter, wie Twitch das Ganze handhaben will. Aber Twitch, und auf YouTube haben wir keinen Bock auf Strikes. Genau, dass wir da einfach rechtlich auf der sicheren Seite sind. Vielleicht überlegen wir uns da irgendwie nochmal, was wir da machen können, aber so wie es aussieht, wird es auf deaktivierten und Emote-Chat auslaufen. Was man ja, wahrscheinlich. Das ist so unser Way to go im Moment. Genau, ich denke, damit werden wir auch ganz gut Alex fahren. Alex kennt doch das tolle Problem, dass man PCI-Express-Slots in seinem Rechner braucht dann, oder? Mhm. Genau, und wenn ich jetzt hier halt schon mir überlege, jetzt ist hier dann eine Grafikkarte drin, die braucht normalerweise zwei Slots und verdeckt dann vom 16X-Slot den 1X-Slot. Und darunter ist dann noch ein 1X, darunter ist nochmal 16X, ein 1X, 16X. Ja. So, und jetzt habe ich hier aber mehrere Dinger, die da als PCI-Express-Karten halt insgesamt rein sollen, unter anderem auch eine 40 Gigabit QSFB-Karte. Sexy. Und dann auch noch meine zwei SATA zu PCI-Express-Karten, wo ich nochmal jeweils dann 6 SATA-Slots drin habe, die ich nun mal halt bei schon mittlerweile 13 Drives im Server auch irgendwie brauche. Ja. Ansonsten wird's get to the eng. Point. Ja, genau deswegen, weil das ansonsten da schön verdeckt wird, baue ich jetzt hier so einen Mining Adapter um, die man so wahrscheinlich kennt, wie man einfach so in so einen PCI Express 1X-Slot reinstecken kann, dass der da unter der Grafikkarte hinpasst und das Kabel halt durch die Grafikkarte einfach nach draußen läuft, dann quasi irgendwo im Gehäuse kann ich dann halt da noch eine Karte anstecken. Übrigens für alle da draußen, diese Adapter sind manchmal praktisch, nicht nur für Mining, aber bedenkt, das Konvertieren auf USB erzeugt ein bisschen Latenz. Das kann einem relativ egal sein, wenn es jetzt nicht die 1930-80 Ti ist. Alex, das erzeugt keine Latenz, ganz einfach, weil es ein einfacher, blöder Pin-Adapter ist. Der ist dem Strom völlig egal. Oh, okay, das ist noch besser, das wusste ich gar nicht. Ah, nee, es wird nur konvertiert, wenn du da so eins von diesen Dingern nimmst, die ein Splitter sind. Ansonsten ist das nämlich die döfste Elektronik der Welt. Das ist einfach nur eine Platine, sind die Goldfingers dran, die in dem Slot stecken. Und dann ist da ein USB-Ding dran und das wird einfach 1:1 per Trace da dran gepinnt. Also, und dann kommt ein USB-Kabel und das dran. Also das ist 1:1, hat keine zusätzliche Latenz. Es hat höchstens vielleicht Bandbreitenverlust, weil man auf 1x beschränkt ist. Und Signal ist irgendwann begrenzt, was du übertragen kannst, weil USB 3 ist zwar gut entstört, aber nicht ewig für sowas ausgelegt. Alles klar. Gut, danke zu wissen. Das ist gut. Ich dachte nämlich immer, bei den Adaptern findet trotzdem noch eine somewhat kind of type of conversion statt. Nee, also was du da manchmal noch hast, ist ein bisschen noch mit dem Strom schön ein bisschen vielleicht entstören und so weiter, aber das ist alles eigentlich so ziemlich optional, was da noch auf den Dingern drauf sitzt. Die kommen so ziemlich ohne irgendwelche zusätzlichen Bauteile aus und erst recht ohne Chips, die wir es konvertieren müssen. Alles klar, siehst du, lernt man hier aus. Also mal davon abgesehen, halt, wenn du du hast einen 1X-Slot und da kannst du dann 15 Grafikkarten dran stecken, der hat einen Switch drin. Ja, das dachte ich mal, ne? Die Dinger wenigstens zumindest, weil die Bandbreite, weil die splitten nicht auf 1X-Slots.
Ja, weil du halt ansonsten an ein X nichts anderes anbinden könntest, weil der PC damit sonst nicht klarkommt. Ja, doch, wobei, it's a thing. Du kannst PC Express Anschlüsse aufsplitten. Nativ, ist in den Specs. Ja, ist in den Specs, aber nicht unbedingt in der guten Implementation drin. Das stimmt. Aber eigentlich muss es funktionieren, wenn es in den Specs drin ist. Weil sonst würde der Anschluss nicht hundertprozentig den Specs entsprechen. Bin doch richtig, oder? Ja, das Problem ist, der Anschluss hat ja die Specs, nur dein Board muss das auch ordentlich können, der Prozessor muss das ordentlich können und es sollte dann vielleicht auch keine negativen Auswirkungen haben auf den Betrieb. Und das ist nun mal halt da nicht unbedingt gegeben. Deswegen gibt es halt diese speziellen Karten, die dann halt einen Switch drin haben. Alles klar. Der schaltet dann halt seine Firmware drin und meldet halt dann einfach sich an und den anderen Kram darüber dann. Na, siehst du, mit solcher Hardware hatte ich in der Hinsicht einfach noch nie zu tun. Ja, so ein bisschen habe ich auch schon mal im Mining Adventure gemacht. Ja, ich habe das, das ist so lange her, dass ich das nicht in der Art betrieben habe. Einfach Rentabilität, ne? Ja. Die ist dann über die Jahre irgendwann einfach flöten gegangen. Da gibt es dann bestimmt irgendwann mal was mit einer Solaranlage und so weiter, womit man dann gut was hinkriegen kann. Ja, wenn sich diese Chancen dann ergeben sollten, ist das definitiv sehr weit oben auf meiner Liste. Aber dann muss man gucken. Ja, das ist... Weil tatsächlich so, wenn wir jetzt hier eine Solaranlage draufbauen würden auf die ganzen Dächer, dann wäre es, glaube ich, wirklich am sinnvollsten, wenn du einfach die Kapazitäten maximierst und dann einfach mit dem Strom, den du nicht verheizen kannst, irgendwo in deinen Aktivapplikationen einfach Kryptowährungen schürfst, weil billiger kriegst du den Strom nicht. Ja, voll. Und dann aber die, von denen man weiß, die sind jetzt noch bekannt, aber haben Potenzial. Ja, teilweise. Also wenn es dir halt mit dem Strom mäßig relativ egal ist, dann kannst du auch zum Beispiel Ethereum noch gut benutzen, einfach. Ja, voll, aber Dogecoin. Dogecoin? Hieß der nicht Dogecoin eigentlich? Echt jetzt? Ja. Dogi? Das wurde doch anders ausgesprochen hier. Dogi deswegen diesem Hund hier, der so niedlich ausgesprochen wurde. Echt? Dogi? Ja. Der wird doch auch Doge genannt, oder? Dachte ich auch, dass der Doge oder Doge. Dodge, ich... Gibt verschiedene, also ich habe schon verschiedenste Aussprachen gehört. Ich will jetzt auch da niemanden Mein innerer Monk rebelliert gerade. Dein inneres Gravel geht gerade steil. Wie wär's, wenn die Zuschauer uns einfach ihre präferierte Aussprache von Doge, Dodge, wie auch immer, per Mail senden? Oder, nee, noch besser. Per Mail, da müssten sie ja Lautschrift nehmen, aber sie können im Discord einfach eine Sprachnachricht reinposten. Denn wir haben jetzt einen neuen Nitro-Boost. Für bessere Sprachqualität, das bietet sich dann extrem an. Genau, ihr könnt uns eine 50-Megabyte-Datei machen, wie ihr das aussprecht, ob ihr Dogecoin oder Dogecoin sagt oder wie man das denn sagen sollte. Genau, aber müsst ihr jetzt auch nicht unbedingt. Genau. Ne? Also. Aber Lukas? Alternativ könnt ihr dem Moritz auch einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken. Die Nummer steht dann in der Podcast-Beschreibung. Da freut er sich ganz, ganz, ganz dolle lieb. Moritz, du musst auch sprechen, wenn du dann vorhin was angekündigt hast. Wenn du aber hast. Lukas sagst, ja, musst du was sagen. Weil ich lasse dir gerade Zeit, dass du reden kannst. Boah. Der Slot schließt sich. Der Slot schließt sich weiter. So. Bitte sprechen Sie jetzt. Ich habe den Slider von meinem Mischpult abgebrochen. Was hast du abgebrochen? Den Slider von meinem Mischpult. Du gerade willst eben. Also ein neues Mischpult haben, ja. Nein, definitiv nicht. Ja, dann empfehle ich dir Heißkleber. Mit was für Wurstfingern muss man da dran gehen, um den Slider abzubrechen? Der ist schon ziemlich lang, ziemlich fragil. Denn du weißt schon, in welche Richtung man diesen Slider bewegen darf, oder? Immer nach hinten. Der ist viel zu viel Widerstand. Ich brauche mehr Kraft, um ihn zu bewegen. Es muss noch lauter werden. Der muss schon quer, ne? Und anschließend übersteuert Alex wieder irgendwie zwischendrin so, dass man ihn runterpegeln darf, damit er nicht klippt. Wie du drehst den Schieberegler. Ach, das soll man nicht machen. Wie jetzt, man soll den Drehregler nicht schieben? Ich habe gehört, das ist nicht gesund. Also für dich. Ja, die letzten 4 Jahre ging das ganz gut. Ich glaube, ich sollte es mal austauschen. Deswegen hast du alle Schrauben locker, alles klar. Er repariert den einfach so gerne, weil er den Geruch von dem Kleber so gerne hat. Irgendwann kommen die Leute nur noch auf unser blödes Gelaber. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die kommen sowieso in den Podcast, weil die blödes Gelaber von uns haben wollen. Aber du hattest nicht. Jetzt gerade noch Alba Lukas gesagt und jetzt musst du dann auch irgendetwas daraufhin ankündigen. Oder sollen wir den Slot schließen und das Thema wechseln? Es ist die Altersdemenz, ich spüre es förmlich. Stimmt. Ich wollte überleiten mit Alba Lukas. Wie kommen die Leute denn auf den Discord?
Ach so, über tgf.click/discord kommen die da drauf. Boah, Alter, bist du da jetzt spät dran mit der Überleitung. Wow. Ja, ich kann mich ja nicht entmuten. Wir bauen einfach so ein kleines Modemgeräusch vor ihm ein, bevor er das sagt. Kein Thema. Rausschneiden. This hurts my testicles. Was? Das ist ein Podcast, da wird nicht geschnitten. Trash-Talk ist auch in Livestreams. Auf Twitch gibt es komplette Kanäle, die sich nur darauf spezialisiert haben. Ich habe gehört, stimmt, in unserem Stream soll davon auch relativ gut was vorkommen. Echt jetzt? Du meinst neben den Tech-Pannen? Ja, neben den Tech-Pannen und so weiter. Und dann, wenn die irgendwie nicht irgendwie über Themen reden oder so, dann soll zwischendrin auch mal Tech-Talk kommen. Was? Man wird nicht über Themen geredet? Das habe ich noch nie gehört. Ja, und für alle Leute, die sich irgendwie wundern, so da unten stehen immer Themen im Livestream. Das sind die Themen, über die wir dann irgendwo sprechen. Wenn ihr dann zum Beispiel uns über das zweite Thema reden hört, dann sprechen wir nicht mehr über das erste wahrscheinlich. Oh Mann, The Geek Freaks, das klingt echt, als wäre das the serious business hier. Ja, das ist richtig. Die Firma ist mal wieder groß dabei. Okay, wir sind... Jetzt ist Alex ausgefallen. Von jeglichen Tech-Themen, was? Nein. Ah, nee, du warst gerade stumm aus irgendeinem Grund hier. Echt jetzt? Der war das Mikrofon wahrscheinlich. Ja, du bist kurz ausgefallen. Das tut mir leid, komische Mikrofone. Hm, wir waren jetzt ziemlich abseits jeglicher Tech-Themen. Habt ihr die Woche mal die Technics verfolgt? Semi. Die Woche ist noch nicht so lang. Von daher. Also die Woche meine ich auch das Wochenende natürlich das Übergreifende, ne? Ja, sporadisch. Wir hatten hier ein paar spannende Sachen, die passiert sind. Ich weiß nicht, ob ihr es so verfolgt habt. Komm auf den Punkt oder mach's jetzt ein wie Moritz, dass du das Thema vergisst und dann erst mal... Nee, es geht jetzt hier eher um die gemeinen, hundsgemeinen Miner und den Grafikkarten. Die hundsgemeinen Miner, ja, da hat mich heute auch noch jemand angeschrieben, der eine Empfehlung haben wollte, was er denn meinen sollte mit seiner neuen 3090, die er sich jetzt gekauft hat zu meinen. Seelenlose Hüllen. Das Problem ist, wir haben ja wieder mal ganz viele Postings gehabt über die 3060 Ti, ne? Ja. Und wie die ja alles lösen und alle erlösen soll. Was wir ja wissen, was nicht passieren wird. Na, die wird auch von den Minern weggekauft werden, weil die ist halt dann trotzdem rentabel, anstatt nichts zu haben. Klar, wir wissen das. Der autonomen Nutzer Hans Bob weiß das natürlich nicht. Was natürlich ein Problem ist, weil wir haben ja immer wieder und wir werden auch immer wieder gefragt bei uns in den Kommentaren als Mail, wann wir denn aus der Krise kommen und was wir beraten können. Oha, das finde ich auch immer so lustig, wie viele Leute denn dann eigentlich sich immer wundern, oh, das ist aber teuer geworden und dann immer so unter den jahrealten Videos dann so sich wundern, warum das denn nicht preisstabil geblieben ist. Dass der damals 400 € Laptop jetzt gerade 700 kostet aufgrund der tollen Situation. Ja, und das ist halt schon ewig hier. Und dann wundern sie sich und sagen, oh, der ist aber nicht mehr dafür zu haben und ist der immer noch so gut. Meistens ist ja nicht die Standardantwort, nein, der ist nicht mehr so gut. Ja, das Video ist schon uralt. Please, get out of my way. Aber die Leute wissen das natürlich nicht und die achten auch nicht drauf, wann der Video released wurde. So achten sie auch nicht drauf, wann der Video released wurde von unserem Grafikkarten-Laptop-Video, ne? Ja. Und da fragen immer noch tonnenweise Leute, ob sie ihren Mac hochpushen können. Ja, das ist ein klassischer Fall fürs FAQ, würde ich mal sagen. Wo finden wir das denn, Moritz? tgf.click/FAQ? Zum Release des Podcasts bestimmt. Zum Release des Podcasts bestimmt. Ja, dann müssen wir jetzt entweder, muss ich den Podcast halt einfach ein bisschen in der Platte schimmeln lassen, bis es released ist, oder geht das schneller als der Shop? Gute Frage, aber es ist schon mal eine gute Zielsetzung. Die FAQ-Seite, die ist heute Abend fertig. Die ist heute Abend fertig, okay. Da bin ich mal gespannt, das klingt doch gut. Problem ist, es ist halt eine Never-Ending-Story, mehr oder weniger. Heute Abend hat ja immerhin noch 52 Minuten. Und wir werden das ja auch in nächster Zeit nicht loswerden. Ne? Nee, auf jeden Fall nicht. Und auch nicht mit steigenden Kursen von Kryptowährungen. Wobei, so einen kleinen Krypto-Crash könnten wir teilweise ein bisschen kurz mal gebrauchen. Ich müsste noch ein paar Bitcoins kaufen. Same. Aber wir haben dafür natürlich auch keine Lösung, weil die Leute, es zeigt sich nur, wenn sie bei uns kleinen Kanal dann mit sowas antanzen, zeigt es sich, wie verzweifelt denn die Menschen gerade wirklich sind. Nicht spiegelt das so sehr wider, meiner Meinung nach. Mhm. Und es ist natürlich auch ein ongoing Problem. Definitiv ist es ein ongoing Problem, weil wir kriegen das so schnell nicht weg und die Leute wissen auch nicht wohin und die landen bei The Geek Freaks. Und das muss man sich dann mal überlegen, dass sie bei uns landen, um Hilfe zu suchen für solche Probleme. Und
es ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich die Tech-Welt und die Nerd-Welt geändert hat, denn nobody doesn't give a crap anymore about anything. Ja. Die Hersteller sind froh, dass ihre Absatzzahlen stimmen. Aber das war's. Ja, den Herstellern ist halt vollkommen scheißegal, an wen sie das eigentlich jetzt verkaufen. Ob die Leute das nehmen, um sich damit den Hintern abzuwischen oder was auch immer, ist denen ja Furz. Ja, die Leute können vor die Kröten gehen. Gleichzeitig beschweren sich natürlich dann irgendwo auch die Spielehersteller, die Spieleindustrie. Was ich aber verstehen kann, sorry, aber das kann ich verstehen. Dass die Spieleindustrie sagt, ey, Alter, geht nicht. Klar, die können keine... Wobei, die können denen ist das, glaube ich, noch relativ egal. Die müssen halt dann einfach mal ihre Games noch optimieren, dass du einfach keine 3090 Ti Super brauchst, um einfach ein Game mit 25 FPS spielen zu können. Danke, danke. Das war jetzt nämlich eine harte Brücke. Ich habe darauf gehofft, dass du das sagst. Ja. Ich weiß, weil es ist diese Woche, und das ist echt geplant gewesen, ohne Scheiß, nächste Woche, beziehungsweise diese Woche ist schon rausgekommen, nächste Woche wirst du die ersten Spiele sehen, die DLSS bieten in Unreal. Und zwar als Open Development Kit rausgehauen. Spieleoptimierung für jedermann. Jeder Programmierer kann DLSS jetzt einbinden in seine Spiele. Heiß, richtig heiß, wurde einfach mal rausgehauen, dass Nvidia da Gas geben kann. Aber das ist eine Form dieser Optimierung, die jetzt von den Spieleherstellern und in dem Fall auch Grafikkartenherstellern zwar mehr oder weniger, aber angegangen wird, um zu versuchen, die Lage zu entschärfen, dass Spiele jetzt einfach mit künstlichem Upscale arbeiten können und jeder Entwickler kann es kostenlos einbetten. Was haltet ihr davon? Schritt in die richtige Richtung oder Hugus Pokus? Auf jeden Fall. Ich meine, an sich, wenn du in einer höheren Qualität das Ganze zur Verfügung stehen hast, selbst wenn dein Monitor es nicht unbedingt darstellen kann teilweise und selbst wenn du dann auch nur mit Upscale-Mechanismen ein bisschen was dazu rendern kannst teilweise. Guck es dir bei YouTube an, wenn deine Internetleitung es zulässt, stell trotzdem auf 1440p oder 4K, um auf deinem Full-HD-Bildschirm etwas schöner genießen zu können, weil es dann nicht so runterkomprimiert ist. Nennt man Downsampling, für alle, die es nicht wissen. Genau, und weil ihr einfach mehr Informationen habt, kann euer Monitor euch dafür dann halt einfach die 1920x1080 Pixel, die ihr habt, in einem schön gestochen scharfen Qualität darstellen, ohne die Komprimierungsartefakte, die YouTube halt hinzufügt, wenn es halt von 4K zum Beispiel runterscaled. Genau. Ist aber den Leuten auch kaum bekannt. Upsampling, Downscaling, was heißt denn das alles? Downsampling heißt, eine höhere Auflösung wird runtergesampelt und das heißt einfach, dass eine höhere Auflösung in eine kleinere Auflösung gepresst wird und dadurch werden Aliasing-Artefakte vermieden, wodurch das Bild schärfer wirkt, weil es vorher mit einer höheren Auflösung gerechnet wurde und dann in einer niedrigeren wiedergegeben wird. Das sieht man so nicht mit dem bloßen Auge. Man merkt aber, dass das Bild weniger flimmert. Gerade bei YouTube, finde ich, da sieht man es extrem so stark, wie Full HD zum Beispiel komprimiert wird. Wenn du fandest dann, du? Ja, du, wenn ich das hier, wie gesagt, mein Fernseher ist 2015er Modell, der macht 1920x1080. Und wenn ich halt auf 48 Zoll mir halt Full HD nativ angucke, einfach mal, dann sieht das halt irgendwie immer etwas breiig aus an den Kanten. Und wenn ich das dann halt auf 4K hochstelle einfach und dann einfach runterscalen lasse, sieht es einfach gestochen scharf aus und ich brauche da keinen 4K-Fernseher. Es sieht gut aus. Ja, lass ich mal gelten. Ist auf jeden Fall eines der Anwendungsgebiete, in dem man quasi Downsampling verwenden kann. Upscaling ist der andere Weg. Ich nehme Footage, das ist schlechter, und skaliere es auf eine höhere Auflösung hoch. Das heißt, ich verdoppel die Pixel, beziehungsweise lasse AI-Algorithmen und Ähnliches im Hintergrund rechnen, dass es den Anschein macht, als wäre es ein besseres Bild. Das funktioniert bis zu einem gewissen Maß und das ist das Gleiche, was DLSS macht, nur die DLSS-Algorithmen sind darauf trainiert von AIs, Spiele spezifisch quasi die Pixel so zu manipulieren, dass es dem Auge eigentlich nicht auffällt, dass das keine echten Pixel, sondern zwischengerechnete Pixel sind. Das kann je nach Auge, wenn das halt nicht irgendwie daneben aussieht im Bild, wird das sowieso nicht merken, ob das ein nativer Pixel ist oder einer, der dazu gerechnet wurde, weil du das halt nicht weißt. Und sind wir mal ganz ehrlich, in Videoform haben wir mindestens 24 Bilder die Sekunde, die halt abgespielt werden. Das ist dann also für ein 24. einer Sekunde, so schnell siehst du es einfach nicht, jeden Pixel, der vielleicht komisch sein könnte. Und spielt ihr mit 120 Hertz oder was, da ist das Ganze dann quasi irrelevant.
denn ihr habt so viele Bilder die Sekunde, da fallen einzelne Artefakte gar nicht so auf. Ja, es ist halt auch genauso, wenn irgendwo ein Pixel mal abweicht, den werdet ihr höchstwahrscheinlich gar nicht mal unbedingt bemerken. Und an sich bei 144 Hertz Gaming, will ich eigentlich sagen, na, das lasse ich drin, hab mich halt verquatscht. Die Kern gibt es ja auch in 1440p, das Gaming. Ja, ja. Aber an sich, das Ganze ist ja eigentlich nicht so unbedingt, was ihr da, wenn ihr kompetitiv zocken wollt, ist ja nicht unbedingt die Auflösung oder die Schönheit der Welt. Das ist ja einfach die Reaktionsgeschwindigkeit, wie schnell es auf dem Display da ist. Und an sich, wenn dann halt die Bewegung passiert ist auf dem Screen und ihr das Ganze wahrnehmen könnt und darauf reagieren könnt, ist es euch ja vollkommen egal, ob da jetzt ein etwas artefaktierter Pixel ist oder nicht. Das wird den Leuten auch im Eifer des Gefechts, sage ich mal, einfach nicht auffallen. Nee. Und das ist das Gute, weil damit können wir mehr realisieren, als die Hardware eigentlich leisten kann. Schade, dass es so gemacht werden muss, aber wir kommen langsam um Moore's Law hinaus, ne? Oder Moore's Law? Ja, Moore's Law ist das, was eigentlich gesagt hat, dass es sich immer verdoppelt. Genau. Ja, und diese Gültigkeit, wer es nicht weiß, einfach mal nachschlagen. Diese Gültigkeit haben wir jetzt leider hinter uns gelassen. Und das ist aber einfach der physikalischen Grenze geschuldet, dass irgendwann das Rauschen zwischen Leiterbahnen zu extrem wird, als dass man Geschwindigkeit einfach immer unendlich weiter verdoppeln kann. Man kann nicht unendlich klein basteln, denn es gibt Sachen wie kosmische Hintergrundstrahlung und ähnliches. Und die verhindern das, dass man einfach immer kleiner, immer besser, höher weitergeht. Was wir einfach da schon verhindert haben, ist dann im Endeffekt, dass wir an physikalische Grenzen der Transistorgrößen auf den Chips stoßen. Ganz einfach, wenn wir jetzt bei 5 Nanometern teilweise schon angekommen sind und teilweise auf 2 bis 3 gehen, viel kleiner kann das nicht mehr werden, weil dann irgendwann die Atome dazwischen nicht mehr passen. Also es wurde schon postuliert, kleiner als 1 Nanometer geht nicht. 2 werden wir noch schaffen. Mit den entsprechenden AI-Algorithmen, die das Stören rausrechnen werden. Die Sache ist die, wenn du irgendwann mehr Rechenleistung da investieren musst, um das Stören rauszukriegen, als du eigentlich dadurch gewinnst, dass du es kleiner machst. Mhm. Und dieses Entstören kostet dich ja auch jedes Mal noch wieder Power. Und der Sinn des Kleinerwerdens ist ja eigentlich größere Power-Effizienz, dass du effizienter rechnen kannst. Deswegen denke ich mal einfach wirklich ganz stark, dass wir da irgendwann dann auf größere Dice umschwenken müssen, wenn wir das haben wollen. Denke ich gar nicht. Ich mache da mal eine Postulierung. Und zwar postuliere ich, dass es so laufen wird, dass irgendwann sind wir bei den physikalischen Grenzen angekommen und dann werden Computer auf Grundlage und Basis der Verschränkung funktionieren. Ja, Quantencomputing haben wir ja teilweise, aber bis wir da irgendwo... Anders. Verschränkung funktioniert für alle draußen anders wie Quantencomputing. Quantencomputing ist deswegen so interessant in aller Munde, weil es mehr als nur den Bit-Status an- und aus darstellen kann. Ne? Ja, aber die Quantenverschränkung hat ja auch damit zu tun, die du meinst, deswegen. Nicht unbedingt. Die Quantenverschränkung heißt nur, dass man immer, jetzt sagen wir mal, ein Elektron hat einen Upspin und einen Downspin, also zwei Elektrons, eins hat einen Up, einen Downspin. Wenn die miteinander verschränkt sind, weißt du immer, wenn du das Upspin hast, dass das andere einen Downspin hat. Weil sie verschränkt sind. Das heißt eben, das eine nimmt immer den gegenteiligen Zustand des anderen ein. Was dazu führt, dass man Informationen in Echtzeit ohne Latenz über egal welche Distanz übertragen kann. Was theoretisch Energie- und Unterhaltungssätze und so weiter brechen würde und Informationsgesetze des Universums. Deshalb weiß man nicht, wie das Ganze funktioniert und Einklang zu bringen ist mit einem Quantentheorem. Egal. Aber das brauchen wir dann jeweils einmal in unseren Android-Servern und dann hole ich mir die Livestreams in Echtzeit. So genau. Ich meine, Einstein hat es damals die spukhafte Fernwirkung genannt. Also Informationen übertragen ohne Delay und es ist Realität. Wie man das Ganze in den Griff bekommt, hat noch keiner so richtig rausgefunden. Es wurde zwar mit einzelnen Sachen schon geschafft, mit Photonen und Ähnlichem, aber das ist das Einzige, was dann hilft, unsere Rechner zu beschleunigen. Weil wir dann an eine Grenze angelangt sind, an der die Lichtgeschwindigkeit die Rechenleistung limitiert. Ja, die Sache ist die, wir werden halt irgendwann sowieso an eine physikalische Grenze stoßen, egal wie weit wir es noch rauspushen. Ja. Und bis wir irgendwo statt der typischen Intel Core oder AMD Ryzen uns einen Quantenchip in die Rechner setzen oder mit Verschränkung irgendwie arbeiten, wird es noch mindestens 10, 20 Jahre locker dauern. Locker. Wenn nicht sogar noch mehr. Weil aber ich finde es ein spannendes Feld. Ausgelegt ist für die ganze Technik. Vor allen Dingen, weil die ganze Software, die wir dafür haben, muss ja auch
irgendwie kompatibel gemacht werden und darauf weiterlaufen. Also ansonsten ja, sind wir bald in der Welt der Apfelcomputer angekommen, in denen wir dann einfach sagen, oh, toll, alles, was jetzt lief, kannst du halt in die Donne treten. Ja, ich meine, das ist alles so ein Problem für die zukünftigen Generationen, ne? Ob ich das noch erlebe? Vielleicht mein Sohn. Mhm. Aber das ist nichts mehr, was uns eigentlich Sorgen machen muss. Ist aber ein schöner Ausblick, wo es gehen könnte, ne? Das auf jeden Fall. Wir können ja immer nur spekulieren, wie immer. Was sagt eigentlich der Moritz zu dem Thema? Wir müssen ja jetzt schließlich auch einbinden. Er will ja den Podcast uns einfach nur live hören als Zuhörer, wenn er hier gar nichts sagt. Das war eigentlich mein Plan, ja? Ja. Wow. Echt spannend hier, Stalker. Echt spannend. Nicht warten, bis der Podcast geschnitten ist und hochgeladen, sondern direkt einfach mal live von der Quelle abzapfen. World's First Audio-Boyer. Datenvolumen. Moritz. Ja. Sag mal, ich weiß es, die Zuschauer nicht, du bastelst im Moment ja sehr viel in deiner Hütte. Was machst denn du eigentlich im geheimen Kämmerlein, ohne dass das jemanden verrätst? Also, sag mal so, mittlerweile darf man ja wieder raus. Mhm. Wir sind gerade dabei, das neue Studio umzubauen. Ja, er wirft bei anderen Leuten, die er kennt, kaputte Handy-Displays in den Briefkasten ein, um die zu verwirren, habe ich gehört. Nee, das war eine andere Geschichte. Oh, okay. Aber die Zuschauer möchten die jetzt hören. Aber die andere Geschichte, die könnt ihr gerne bei mir erfragen. Geht auf den Freaks Discord, tgf.click/Discord und pingt mich einmal an, meiner Sven. Vielleicht erzähle ich euch die Geschichte. Genau. Hey. Und zwar sind wir gerade dabei, ein Studio zu bauen. Eventuell auch neue Projekte für die Geek Freaks. Angeteasert war ja mal im Livestream ein kleines Tool zum Upgraden von Windows. Mhm. Da es ja so viele Probleme gab, dass du einfach nur das Tool nimmst, sagst, okay, ich will Pro, ich will Education, ich will was auch immer haben und es macht es einfach. Du musst keine umständliche Anleitung mehr befolgen. Da bin ich gerade dabei, das ist so ein 2-3-Tages-Projekt. Und gibt es dann auch das Upgrade von Home auf Enterprise? Da muss ich schauen, das ist nicht mit jeder Windows-Version möglich. Das ist generell erstmal von Windows gar nicht vorgesehen, weil wenn du Enterprise-Keys eingibst, weil es dieselben sind wie Education, kriegst du nämlich, wenn du von Home upgradest, immer Education. Deswegen sage ich auch, ist von der Windows-Version abhängig. Es gab tatsächlich ein paar Builds, in denen das möglich ist oder mit ein bisschen Getrickse. Allerdings war ich da noch nicht so weit, um zu schauen, wie es geht. Ich habe jetzt erstmal die GUI fertig. Ist doch schon mal ein Anfang, ne? Ja. Also, da hat mein Popschuss gerade gepoppt. Hoho. Das ist kontraproduktiv von dem, was er eigentlich machen soll. Richtig, das ist kontraproduktiv. So. Ich sag mal so, wir haben ja jetzt ja schon wieder eine gute Länge zusammen, ne? Ein bisschen was. Ich weiß nicht gerade ganz genau, ob wir 38 Minuten. Ja, genau, dann haben wir da sowas. Ich meine, über eine Stunde können wir sowieso nicht machen, weil dann komme ich ja mit dem After Effects Template nicht mehr rein. Das ist ja auf eine Stunde limitiert. Ja, deshalb, wir sind ja jetzt hier schon in einer guten Podcast, Dreiviertelstunde Talklänge. Wenn ihr diesen Podcast und andere verfolgen wollt, euch nochmal anhören wollt oder einfach unser Gedüdel auf der Fahrt zur Arbeit oder nach Hause euch laufen lassen wollt, dass ihr mehr Stimmung kommt für die Freundin zu Hause, dann könnt ihr euch das Ganze auf thegeekfreaks.de anhören, auf Spotify, auf G-Podder und wo auch immer. Ihr könnt es abonnieren auf unserer Homepage. Ihr könnt es auf YouTube anschauen, auf unserem TheGeekFreaks TV-Channel oder eben wahrscheinlich bald in dieser Live-Variante, wo das Ganze zwischendrin einfach mal reingeschnitten wird, als kleines Video. Wenn ihr daher kommt oder von ähnlichen Dingen und ihr wisst gar nicht, wie ihr überhaupt in diesem Podcast gelandet seid, schön, dass ihr da seid. Bleibt doch ein bisschen und schaut euch die anderen Folgen